Es ist kurz vor Mitternacht in Moskau, als der alte und neue Präsident Wladimir Putin mit jungen Wahlhelfern und unter dem Jubel seiner Anhänger vor die Kameras tritt und seinen Sieg feiert. Ich will vor allem den Bürgern Russlands danken. Wir sind ein Team. Ich will allen danken, die zu den Wahllokalen gekommen sind und ihre Stimme abgegeben haben. Wladimir Putin hat seine eigene Sicht auf die Dinge. Denn weltweit kommen am Sonntag viele tausend Menschen an die russischen Botschaften, um zu wählen und zu protestieren. So wie hier in Berlin. Überraschenderweise erscheint auch Julia Nawalnaja, die Witwe des verstorbenen russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny. Das Team Nawalny hatte zur Aktion mittags gegen Putin aufgerufen. Man solle für jeden außer Wladimir Putin abstimmen oder den Stimmzettel ungültig machen. Tausende sind gekommen. Kurz nach 18 Uhr betritt Julia Nawalnaja die russische Botschaft in Berlin. Sie ist damit für kurze Zeit offiziell auf russischem Territorium. Doch ihr geschieht nichts. Sie fragen sich wahrscheinlich, was ich auf den Wahlzettel geschrieben habe und für wen ich gestimmt habe. Natürlich habe ich den Namen Nawalny geschrieben. Denn es ist nicht hinnehmbar, dass einen Monat vor der Wahl, während des Präsidentschaftswahlkampfes, Putins Hauptgegner, der bereits im Gefängnis saß, ermordet wird. Auch in der russischen Hauptstadt Moskau bilden sich um Punkt 12 vor vielen Wahllokalen lange Schlangen. Es scheint, dass auch hier viele dem Aufruf gefolgt sind. Im Prinzip sind die Wahlen nicht wirklich wichtig. Aber ich bin gekommen, um meinen Standpunkt zu vertreten, um zu zeigen, dass es viele von uns gibt. Ich habe für den derzeitigen Präsidenten gestimmt und ich bin sicher, dass unser Land nur auf diesem Weg zum Erfolg vorankommen wird. In seiner mitternächtlichen Pressekonferenz sorgt Putin dann noch für Schlagzeilen. Er spricht das erste Mal Alexei Nawalnys Namen aus. Die Worte Putins müssen für seine Familie und Anhänger wie Hohn wirken. Und was Herrn Nawalny betrifft, ja, er ist verstorben. Das ist immer ein trauriges Ereignis. Nun, wir hatten schon andere Fälle, in denen Menschen im Gefängnis gestorben sind. En passant bestätigt er dann auch noch den eigentlich schon verabredeten und dann wieder geplatzten Gefangenenaustausch. Es war ein Abend nach Wladimir Putins Geschmack. Er macht sich über seine Gegner lustig, um keine Zweifel an seiner eigenen Stärke aufkommen zu lassen. Stärke oder Schwäche, fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Armin Körper in Moskau. Armin, guten Morgen nochmal. Also wenn man hört, dass Menschen unter Druck gesetzt, Wahlzettel vor der Abgabe überprüft, Menschen festgenommen wurden, ist das wirklich Stärke? In Putins Welt ist das Stärke, in unserer wohl eher nicht, aber Wladimir Putin ist das vollkommen egal. Das war keine Wahl, denn die Russinnen und Russen hatten ja gar keine. Das war eine Machtdemonstration. Und was bedeutet jetzt diese Machtdemonstration, die ja zementiert wurde bis 2030 für Russland? Wladimir Putin hat in der vergangenen Nacht in einer Rede seinen bisherigen Kurs, insbesondere im Krieg gegen die Ukraine, noch einmal bekräftigt. In Russland könnte das heißen, dass eine weitere Mobilmachung bevorsteht. In der Ukraine muss das wohl heißen, dass man sich wappnen muss, dass er versuchen wird, weitere Gebiete völkerrechtswidrig zu annektieren. Und im Westen stellt sich heute wohl die Frage, wie mit all dem umzugehen ist und warum die bisherige Strategie im Umgang mit Putins Russland einfach nicht zu wirken scheint. Sagt Armin Körper live aus Moskau. Vielen Dank dafür. Und von dort gehen wir direkt rüber nach Baden-Württemberg. Denn dort ist mir jetzt der Russland-Kenner und ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, zugeschaltet. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Hayali. Ist Putin für Sie denn eigentlich noch Präsident oder doch schon Diktator? Das ist eine Diktatur, denn die letzten Reste der Freiheit sind längst beseitigt und es wird aktiv Loyalität eingefordert. Man muss sich bekennen und das sind alles Zeichen einer Diktatur. Das heißt, Sie würden ähnlich wie das Auswärtige Amt dann auch von einer Pseudowahl sprechen, das, was wir da in den vergangenen drei Tagen gesehen haben? Das war eine inszenierte Scharade, deren
Ergebnis vorhersehbar war. Und wenn einem allerdings eines noch Hoffnung geben kann, ist, dass selbst in Russland mutige Menschen Zeichen eines anderen, eines besseren Russlands gesetzt haben, auf das wir langfristig auch hoffen können. Wobei natürlich die Opposition extrem unterdrückt. Auf den Wahlzetteln gab es keine Alternative. Wir haben es gerade auch noch mal gesehen und gehört. Also die, die dann zur Wahl gegangen sind, sind zum Teil auch gezwungen worden. Es wurde auf die Wahlzettel geschaut. Julia Nawalnaja hat jetzt die internationale Gemeinschaft aufgerufen, diese Wahl auch nicht anzuerkennen. Schließen Sie sich dem an? Und wenn ja, was hätte das eigentlich für Folgen? Die Folge ist, dass wir wie bisher mit dieser Situation, mit der kriegerischen Aggression Russlands, seiner insgesamt neoimperialistischen, rückwärtsgewandten Politik werden umgehen müssen. Das muss bedeuten, dass wir weiterhin die Bereitschaft mobilisieren müssen, die Geschlossenheit, die Entschlossenheit zeigen, der Ukraine so zur Seite zu stehen, dass sie eines Tages in der Lage sein wird, frei über ihr Geschick zu bestimmen. Und sehen Sie denn diese Geschlossenheit, wenn wir uns anschauen, was der französische Präsident und der deutsche Bundeskanzler sich auf offener Bühne geleistet haben? Die Geschlossenheit ist herausgefordert, das ist richtig, und sie könnte noch mehr herausgefordert werden, wenn in den USA im Herbst Donald Trump an die Macht kommen sollte. Das ist das Kalkül Wladimir Putins, er arbeitet ja auch an unserer Zersetzung, aber er geht eine Wette auf die Zeit ein, denn es ist ja gleichermaßen nicht garantiert, dass sein Rezept auf Dauer aufgeht, dass es ihm in der Lage sein wird, dauerhaft nicht nur diesen Krieg fortzusetzen, den er ja gar nicht erfolgreich beendet. Nicht die größte Militärmacht oder eine der größten Militärmächte der Welt schafft es nicht, in 2 Jahren die Ukraine zu unterjochen. Und ob es ihm dann gleichzeitig gelingt, auch noch die Zustimmung der Bevölkerung zu haben, die ja in dieser fiktiven Pseudowahl nur suggeriert wurde. Aber noch mal die Frage zu der deutsch-französischen Freundschaft. Sie waren lange genug Diplomat. Wie würden Sie das einordnen, dass diese beiden doch Entscheidungsträger sich da immer wieder quasi ja, nicht einig sind? Zweierlei dazu. Zum einen ist die Europäische Union eine Geschichte von 70 Jahren angestrengter Bemühungen mit immer wieder großartigen Erfolgen. Allerdings fehlt es uns an einer einheitlichen und geschlossenen Außen- und Sicherheitspolitik. Und da kommt es in der Tat auf Deutschland und Frankreich, aber ich denke zum Beispiel auch auf Polen an. Deswegen war es sehr gut, dass das Signal ausging von Treffen des Weimarer Dreiecks, der Chefs dieser drei Länder, dass sie in Berlin in der vergangenen Woche gegeben haben, es nicht nur Bemühen der Einigkeit, sondern auch klare Zusagen und der Vorsatz, dieses Europa gemeinsam voranzubringen. Ist denn das, wenn Sie gerade das Stichwort Außenpolitik schon geliefert haben, das, was Kanzler Scholz auch im Hinblick auf seine Erklärung zum Marschflugkörper Taurus sagt, ist das für Sie eigentlich noch Außenpolitik oder ist es doch mehr innenpolitisch getrieben? Es ist ja nicht falsch, oder es ist sogar richtig, in einer Situation wie der jetzigen, in der wir sind, nicht nur aufs Schlachtfeld zu schauen, sondern auch auf den Horizont und den Blick darauf zu haben, wie kann eine Lösung dieses Konfliktes gelingen. Dafür gibt es Möglichkeiten und Voraussetzungen, die müssen erfüllt sein. Wie gesagt, man muss die Ukraine unterstützen, aktiv unterstützen. Und dabei müssen wir das leisten, was der Ukraine hilft und was andererseits gleichzeitig aus unserer Sicht vertretbar ist, um eines Tages in der Lage zu sein, aus der Konfrontation, in die Wladimir Putin uns geführt hat, auch eine geordnete Konfrontation zumindest zu machen. Das heißt dann möglicherweise Verhandlungen und die Tür dann doch nicht ganz zuschlagen. Zumindest lese ich das jetzt aus dem raus, was Sie gerade gesagt haben. Führt mich zur nächsten Frage. Entscheidet Putin denn nicht, wann wer eskaliert? Also das sagt jedenfalls die Premierministerin aus Litauen. Ist es nicht Putin wahrscheinlich, und Sie waren lange in Moskau, völlig egal, was alle anderen machen oder sagen, er entscheidet, wie er handelt? Nun, in der Tat, wir werden über eine mögliche Lösung dieses Konfliktes nur erfolgreich nachdenken können, wenn wir uns in seine Logik versetzen. Und das ist eine Logik, die keine Kompromisse, kein Nachgeben kennt. Die Vorstellung, wir könnten dem Bären ein Stück Fleisch über den Zaun werfen, irgendwie so ein Teil der Ukraine, und da gibt er Frieden, würde ein gegenteiliges Ergebnis produzieren. Daher müssen wir in seiner Logik ihn an den Punkt führen, wo er zu der Abwägung kommt. Kann ich diesen Krieg erfolgreich zu Ende bringen? Bisher nicht. Und zweitens, gleichzeitig gefährde ich mit der Fortsetzung des Krieges meine Macht im Lande, weil mir irgendwann die Mittel, die eben nicht endlich sind, ausgehen, mir ständig die Zustimmung der Menschen zu erkaufen.
sagt Rüdiger von Fritsch, ehemaliger Botschafter in Moskau für Deutschland. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Sehr gerne, Frau Jahle, Ihnen auch. Danke sehr.